weggenascht, Lars, weggenascht. Ja, wie die Schokozigaretten früher, weißt du? Genau. Naja, der Gesundheit förderlich. Alles gut. Ich habe mir ja wieder vorgenommen, weniger zu rauchen. Die letzten zwei Wochen habe ich ganz schön viel gerucht. Ich hatte ja vorher schon weniger. Ich glaube, jetzt, das war... Unser kleiner Raketen. Eins, warte mal, wie viele habe ich heute gerucht? Eins, zwei, drei, vier. Ah, doch, bei acht bin ich jetzt schon wieder. Eigentlich war so sechs ja, meine Grenze. Aber sieben halb so viel, ne? Ja, Lars. Ich habe erst mal andere Sachen, an die ich an mir selber persönlich arbeite. Auch Thema Essen und so. Das hat erstmal Vorrang. Rauchen mache ich dann, wenn das andere wieder läuft, weil fünf Sachen an sich selber ändern wollen oder auch wenn es nur zwei oder drei sind, das ist immer ganz schön schwer. Das sollte eigentlich immer eins nach dem anderen machen, aber. Und unser kleiner Raketenbauer ist auch da, wa? Jussi ist auch da, ja. Ich bin auch da, ja. Das ist so ganz ruhig, so. Nö, ich hab schon was gesagt. Ich war der Einzige, der was gesagt hat, als Pilar gegangen ist. Ja. Naja, Jusen zockt doch noch Scump nebenbei, oder? Ja, genau. Ja. Okay. So, was ist jetzt der Plan? 12 Minuten haben wir noch, Leute. Auftauchen und dann lassen. Also soll ich auftauchen, ja? Ah, da ist eine Stufe 3 in der Nähe. Wo soll ich denn auftauchen? Hier direkt wieder? Ich hab daneben eigentlich gefahren. Wenn da jetzt sich nichts geändert hat, dann können wir die... Oh, genau wo ich drauf gefahren bin. Ist ein Schiff aufgeploppt. Wo kann ich denn hinfahren? Da oben. Dann tauchen wir da auf. Jetzt ist da auch ein Schiff aufgetaucht, wo ich drauf gefahren bin. Ich will mich noch verarschen. Nee, jetzt ist es wieder weg da oben. Unten da wo der Bohrer ans. Achso, hast du erst vorher geguckt? Nö. Ich speichere schon. Ach scheiße, ich bin in der Höhle aufgetaucht. Oh, da hätte ich gerade drauf achten müssen. Okay, dann muss ich jetzt wieder abtauchen, oder? Nee, wieso? Na, ich bin noch in der Höhle. Wir wollten doch noch eins oben. Nee, ich wollte in der Höhle. Ach so. Okay, das wusste ich nicht. Dann tauche ich jetzt halt wieder auf. Heute doch mal, wir sind ja jetzt alle da und wir können uns doch jetzt mal gucken, was so die Stufe 3er sagen. Okay. Ich habe gar keine MP-Money mehr. Lass ich irgendwie anders noch stecken? Ist er schon losgeflitzt? Nee, aber ich höre. Ich sehe hier einen Panzer direkt vor mir. Jo, ich komme. Lars, hinter dir. Oder fast tot. Jetzt bist du gleich tot. So, hier der Sprengel da. Ey, das macht echt keinen Spaß mit dem Gewehr. Und da vorne ist das Schiff.
Tesla dran? Ich sehe keinen. Ich krieg's erstmal auf einen Turm. Da kommt ein Panzer. Turm ist im Arsch. Was ist der? Der kommt von links. Granatwerfer. Ich rufe mal hier hinter unsere Support-Drohne. Ja. Hey, warum geht die sofort wieder weg? Hat sie jetzt hier wohin gestellt? Da ist das. Nee, das ist der, das ist die Kampfdrohne. Das ist schon wieder ein Panzer. Warum gehen die denn nicht down? Ich hab hier immer mehr Gegner, Alter. So, dann haben wir erstmal nicht. Mein Hochofen bekommt es ja. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt muss ich schnell heilen. Ey, kommt schon wieder ein Panzer, wa? Nee, ich bin von einem Panzer verbunden worden. Da bist du vielleicht tot. Ja. Oh, 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 oh. Jetzt kam einer hoch und hat mich alle erschossen. Ach, naja. Okay.
Warte, David, Sprengsatz. Okay, Sprengsatz ist schon mal nicht ganz so cool, wie ich mir gedacht habe. Gut, jetzt folgt die Support-Drohne wieder. Habe ich schon so. Wir können aber den anderen nicht mehr rufen, komischerweise. Schicke ich die mal nach Hause wieder. Aber das ist noch nicht unbedingt alle, die ja, Lüge, ne? Ich selber getailert, ne. Oh, wir müssen zurück. Oh ja. Oh, eine Minute, eine Wart, ja. Aha. Okay, dann können wir das jetzt nicht mehr abbauen. Denk dran, 15 Sekunden. In welche Richtung muss man? Warte mal, ich muss ja mal selber gucken. Falsche Richtung, scheiße. Da hinten hin, oder? Ja, ich glaube. Stellt doch eine Drohne hin. Ruft noch mal die Drohne. Ich stech die Sache, legt die Lache alle rein. Aber kann doch einer machen. Ich hab, hab doch noch eine Minute. Ja, ja, ich komme auch. Ich fuck, ich bin falsch gelaufen, oder? Nee. Zack, nur 15 Sekunden. Ich seh dich ja schon. Der wird doch schon drin, der bin ich. Nee, ich meine, ich sehe das ja, das ist das Schiff schon. So, wo ist hier der Eingang? Rechts. Okay, alles klar, ich komm rum. Da, und. Ja, und drinnen. Mann, Mann, das ist wieder alles anstrengend. David, wo ist denn der Recycler? Ganz hinten. Wieso? Ich muss mal Picken recyceln, wir haben davon so viele. Die Stufe 2er oder die Stufe 1er? Stufe 2er. Naja, lass aber 6 übrig, falls wir sterben. Wie recycelt man an dem Ding denn? Du gehst ran, wählst oben irgendwas aus und guckst dann, dass du irgendwo die Pickaxe siehst. Ich habe auch noch kein System gefunden. Wählst oben irgendwas aus. Nee, hä? Aufwertung? Nee, ich stehe am falschen Apparat, oder? Weiß ich nicht. Na, ganz hinten, rechts neben den Betten, oder nicht? Nee, ganz hinten an der Tür. An der Tür? Der hier, oder was? Oh, okay. Den muss ich wieder in das Hauptlager packen, wa? Damit es funktioniert. Ach so, ja, das Ding greift auch vom Hauptlager zu. Ja.
du die Granatwerfermunition rausgenommen oder hat der keine hergestellt? Welche rausgenommen und hab vorhin auch fleißig damit geballert. Wir brauchen Analysatoren. Und wo kriegen wir Anna-Anna-Koffer? Anna-Anna-Koffer? Hm? Wo kriegen wir das her? Von Stufe 3. Dingsterbumster Stufe 3. Reagenzgläser Stufe 3. So, okay. Also die anderen nicht, nur Reagenzgläser. Nur Reagenzgläser. Also die anderen brauchen wir auch, um dann die anderen Sachen wieder quasi zu upgraden. Aber Reagenzgläser wären eigentlich schon Bombe. Oder mag jemand anders von euch fahren? Alles gut. Ich fahr wieder irgendwo hin und dann sind wir wieder tot. Nee, nee. Und das muss ich am Hebel ziehen. Unbedingt einmal wieder schuld. Immer schuld. Ah ne, heute ist Dienstag. User ist schon. Da ist er, ja. Heute ist der Jusen schuld. Ja, stimmt. Was hier oben ist? Als ob wir hier nicht langkommen, ja. Stimmt, das war jetzt zu schön. Präzisionsgewehr haben wir die verbesserte Muni jetzt auch schon, ne? Können wir herstellen, ja, aber kostet halt wieder Kristall. Oder braucht er ewig um die Muni für das LMG zu machen? Ich weiß nicht, ich kann andere Sachen noch produzieren. Ach nee, ja, okay, da werden noch gerade Eisenrohre produziert, deswegen. Also doch blöd. Das hier eigentlich. Ach, Granatwerfergranaten gleich 20 mal. Ja, sind der mal 2. Ich denke, das auch nicht mehr. Also das muss man oben gucken, oben ist auch immer noch einer. Was? Produzent-Dings. Das müsste zweite Etage genau da drüber sein. Hast du denn den fetten Schrank? Da war ich auch schon. Mehr größer ist das Gebiet hier nicht. Nee. Das ist ja doof. Und weiter abtauchen geht auch nicht. Ja, dann gehen wir da rüber zu denen und gehen denen auf die Fresse. Ne? Ist auch schon bei voll. Oder? Ja, okay, deswegen hat David den Augen gepackt. Was denn? Die zerbrochenen komischen Teile da. Ach, die, ja, dass man davon nur 5 stapeln kann, ist ja wohl ausgedacht. Ja, na, wir haben 65 Stück und du kannst nur 5er Stapel machen, das heißt, du hast 2 Truhen davon voll. Die können wir auch, glaube ich, recyceln, aber. So, das ist ja hier alle bunt gemischt, sehe ich gerade. Wird sicher. Ja, na, das war sowieso, da habe ich jetzt nicht angefangen, alle zu sortieren. Weil das eine war dann schon voll und dadurch, dass du ja selber im Inventar nur 5. Und wenn ich das richtig brauche, dann suche ich mir das schon aus.
Achso, ich habe nachgelesen, wenn wir einen anderen Bohrer kapern, wird unser Bohrer quasi zu einem feindlichen. Ah, okay. Also, sollten wir lassen. Wir behalten unseren und wenn ihr ready wärt zum Auftauchen, dann sorgt Bescheid. Na dann, Jo, ja. Warte, nochmal gucken, Periskop. Hallo, okay. An die oberne Oberfläche. Der hat jetzt meine Muni schon mal hergestellt. Nein, hat er nicht. Achso, wenn wir aufgetaucht sind, sind die Sachen auch ein bisschen schneller. Oh oh. Boah, das geht jetzt. Das klingt gar nicht gut. Kommt so. Alter, was machen die denn da? Hier steht ein genauer Panzer, warum haben wir den nicht gesehen? Es war einmal ein Panzer. Ich schaffe es immer ja nicht, Inventar rauszunehmen. Ich bin der Kollege Gehmann. Und. Das ist halt zu lang. Das Ende. Du musst einfach zweimal ja. Ganz schnell hintereinander drücken. Der nach vorne rum ist so David. Ich klaro wunderbar. No. Da wieder ein Tesla dran. Ja, schieß schnell, ich hab die geschockt. An der anderen Seite ein großer. Nein, das lass du vorne einfach reingehen und Mini rausnehmen, dann sind die. Also hinten ist der Flöten-Harry entsorgt. Oh, und ein großes Loch ist hinten drin. Ja, nochmal reingucken. Jetzt schon wieder voll. Warte, ich kann doch hier irgendwo. Irgendwo hört man die Hupe doppelt. Bei mir. Alter, wo ist denn? Ach, da oben ist das Auge. Sollst du auch
Ja. Ja, wir brauchen definitiv mehr Sprengstoff für den großen Schiff. Ja, ein bisschen beschäftigt, ja, was soll ich? Dieser Panzer da draußen, vielleicht mit Munition. Alter, was hat er? Aua. Ja, macht richtig Aua. Bin einmal Aua. Hä, hey, wo ist denn der Tesla, der mich die ganze Zeit tasert? Hilfe, Dinge. Oh, drüber geschossen. Warte, wollen wir nochmal die Drohne runter? Nein, er haut ab! Ja. Nein, der nimmt meinen Rucksack mit. Ach, der bleibt liegen. Der bleibt liegen. Ah. Na, ach, ja. Wie kann der mit einem kaputten Schiff losfahren ohne Wände? Das sieht so doll aus. Naja, aber. Oh, Sprengmunition. Das ist immer gut. Oh ja, unser anderer Turm ist kaputt, David. Deswegen kann man den nicht rufen. Irgendwas hat hier qualmt. Ist doch rot unterlegt. Na, dann präparieren wir erstmal wahrscheinlich, wa? Boah, jetzt hat man das Ding fast abgebaut. Muss man doch drin mit Sprengstoff sprengen oder so. Na, ein Modul hatte, glaube ich, noch gefehlt. Hätte das Ding wirklich erst sprengen müssen und dann den Panzer. Oder weil wir vielleicht beide rausgegangen sind. Kann auch sein, ja. Wenn einer noch drin bleibt, dass er es denn nicht abrückt. Ja, ich frag mich, wie rückt der eigentlich ab, wenn er keinen Strom mehr hat? Ne, wir können ja trotzdem noch tauchen. Wenn er keinen Strom mehr hat, heißt ja nur, dass seine Module anscheinend nicht funktionieren. Aber dass die Wände kaputt, ohne mit kaputten Wänden. Ah ja, doch, es klappt ja an den Seiten zu. Naja, gut. Ja, aber die Decken waren ja auch alle im Arsch. Die habe ich ja alle schon kaputt gekloppt. Ja, aber da kannst du nicht reingucken, glaube ich. Bam, bam.
Na gut. Ob alles nachgeladen ist? Ach, das ist ja hier wieder auf der anderen Seite, oder wo ist das hier? Ah, okay, der ist repariert, der Turm. Ist gerade am Reparieren oder was los? Naja, alles das war ein bisschen. Aber das eine kriege ich wieder nicht vor der Flinte hier. Wo ist denn das? Das sagt Moral. Moral? Was ist da auf der anderen Seite? Da fahre ich erstmal bei. Gut, scheint da alles heiler zu sein. Dann kommen sie rein. Sollen wir da schnell los? Oh, 3 Minuten 35 haben wir noch. Titanschrott, ist das gut? Ja. Das, was wir gerade aktuell brauchen, Titan. Okay. Vorher hatten wir ja Kupfer und dann hatten wir ja Eisen. Ja, genau, Stahl oder ja, Eisen. Oder irgendwie so. Ja. Titan. Ja, okay, Titanschrott haben wir ein bisschen was mitgebracht. Das brauchen wir nicht. Kristall brauchen wir. Eieieiei. Keine Müdigkeit vorschützen. Der Teil ist halt echt, dass ich mit dem Ding nie rennen kann, oder? Hat noch doppelt so viel Damage wie eine MP. Bisschen sortiert. Ich tauche mal ab, alle sind drin, ne? Gucken wir mal, ob David drin ist. Ja, brauchen. Muss er schon mal abtauchen oder so? Nee, den muss er wieder nach vorne rennen. Irgendwann ballert da rum. Schade, wäre cool, wenn man rutschen könnte. Schön sliden wie in Call of Duty oder Apex oder in welchen Spielen der noch geht.
Munition. Naja, irgendwann muss ich dann nochmal ein Lager umbauen. Ja, können wir später machen. Gut, Leute, der Vulkan geht hier hoch. Sind wir schon unter Tage? Ja. Nein. Oh, so muss M drücken, dann siehst du doch, David. David spielt hier gerade eine Stulle. Nee, gerade nicht. Wäre aber eine fantastische Idee. Ein ja. Stündchen am Abend. Ich hab auch langsam Hunger. Vielleicht mache ich mir wirklich gleich was zu essen. Hallo Lars. Was machst du? Guck mal, ich hab da so ein Rohr für dich, da kannst du mal reinhalten. Ich kann dir auch mal, willst du in der Mitte das Nasenloch haben oder wohin? Du hast ja eine Stahlrüstung an, da kannst du doch, da hältst du doch was ab, oder? Da komm, stecken drin, Lars. Wir kämpfen uns hier im Schiff und dann hauen wir das Schiff nachher noch kaputt. Nee, lass mal. Lass Raketenwerfer-Battle im Schiff machen. Ja, durch die Gänge. Einer vorne, einer hinten. Und dann gucken wir mal, wenn das Mittelteil weg ist, was dann abgeht. Ich glaube, das ganze Ding geht einfach hoch, wenn wir da beide ein paar Mal mit schießen. Und David wird dann wahrscheinlich dreimal in die Luft springen und wird schreien. Aber nur eventuell. Aber nur eventuell. Und Tucker, ich geh mal ein bisschen rum. Bei Hoho. Hä? Wo bin ich? Passen da nicht durch, oder? Nee. Ach so, ja, gibt ja eine Stelle. Ja, genau, da kommen wir irgendwie nicht durch. Oben kommen wir auch nicht lang, da brauchen wir Stufe 3 Bogen. Oh, Kacke. So, sind wir halt wieder da, wo wir gerade eben waren.